Alter, wie lebendig hier alles gemacht wurde. Auch mit dem Boot da vorne, mit dem Akkordeonspieler. Der füttert die Schweine. Ich find's schon geil hier. Also wohnen möchte ich hier nicht, aber ich find's halt sehr geil umgesetzt. Na nü, rote Vorhänge. Entschuldigung. Seid ihr taub oder was? Was hast du gesagt? Raus hier! Aber wir sind schon eine halbe Stunde hier. Ihr begreift es einfach nicht, was? Wisst ihr, wer ich bin? Sollen wir rausgehen? Was zur Kreuzucha? Ich habe gesagt, raus! Schon gut, schon gut. Und nehmt euren Scheiß mit. Klar. Was dauert das so lange? Was sind das für Drecksäcke? Wir nehmen unsere Bestellungen. Schon gut, Stocker. Ruhig. Verängstige die Mädchen nicht. Zwei Steaks und Mondschein. Sofort. Mein Kumpel hat sofort gesagt. Schon gut, kommt alles sofort. Beruhig dich. Sag mal, wofür brauchst du all diese Patronen? Wenn du die Dinger gesehen hättest, die außerhalb von Venedig lauern, würdest du nicht solche Fragen stellen. Die Patronen sind einfach von seinem Panzer abgeprallt. Die einzige Schwachstelle war in seinem Mund. Gute Panzerung, sagst du? Verdammt, sag deinen Leuten, sie sollen mir eine Weste daraus machen. Ich gebe dir etwas Salz und etwas verdammt gutes Gras. Hab ich schon versucht. Keine Chance. Sobald das Zeug trocknet, wird es brüchig wie Glas. Wenn du es trotzdem probieren möchtest, können wir dir ein paar Stücke besorgen. Aber wir jagen normalerweise nur die Jungen. Die sind leichter zu erledigen. Wir versuchen, die großen Männchen zu meiden. Von was denn überhaupt? Wer ist im Maul empfindlich? Was glaubst du, wo du hingehst, Mann? Wie ungewöhnlich. Ein neues Gesicht. Hallo. Hallo, hallo. Bleibst du eine Weile hier? Geschäftlich vielleicht? Ja, ja, ja. Sagst es lieber nicht? Doch, doch. Ist in Ordnung für mich. Nein, nein. Schade. Wir kriegen hier nicht viele Gäste. Die meisten Besucher sind Banditen und unterhalten sich nicht gern. Aber wenn sie nicht wären, gäbe es auch nichts, worüber man reden kann. Nur über das Bordell und den Rattenschießstand kann man viel sagen. Bordell? Vor den Banditen war es wenig. Bordell? Das Bordell ist übrigens ganz in Ordnung. Die Roten gingen dahin, so wie ihr Boot angelegt hat. Da! Vielleicht hast du ja mit diesen Kommunisten zu tun. Nein, nein. Kein Grund, angespannt zu sein. Du bist in einer Bar. Für nur eine Patrone bekommst du unser Spezialgetränk. Es heißt auch die Patrone. Also kann man nicht einmal sagen, es wäre ein unfairer Deal. Ja, dann hau rüber, den Humpen. Na, jetzt bin ich mal gespannt auf dein Tröpfchen. Zum Wohl. Na, zdarovje. Gutes Zeug, oder? Oh ja. Noch eine? Nein, eine eine reicht. Boah. Was ist los? Mir ist ein bisschen mulmig. Ich verstehe es einfach nicht. Was hält dich hier? Oh, guck mal da hinten. Ja, da gehen wir ja gleich hin. Du schiebst dich einen Mann? Na, du hast die ganze Flasche. Wenigstens schlecht, wenn du was brauchst. Echte Waffen für echte Kerle. Hey, Leute, ich habe hier ein paar tolle Messer. Habe sie selbst geschliffen. Gut zum Rasieren. Minen! Ist schon sehr geil gemacht hier. Was? 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 Hab's nicht verstanden. Was gibt's hier? Handgranaten. Bringt sie zum Leuchten. Ach. Ganz frisch eingetroffen. Hab ich doch alles. Und hier
Billiger als Pilze. Doch schon rein. Das Geschäft hier ist gestorben. Geschäft gestorben? Du bist derjenige, der hergekommen und uns nach Ware gefragt hat. Na, ich dachte, hier gäbe es eine Nachfrage. Tja, ist aber nicht so. Also nehme ich unsere Investition zurück. Gib mir die Ware und zwei Magazine Zinsen. Zwei Magazine? Aber die Abmachung lautete... Die Abmachung war, dass du alles verkaufst. Tut mir leid, es ist einfach anders gelaufen. Die Ware, Schwachkopf. Vielleicht lasse ich dir die Kleider, die du am Leib hast. Sieh mal, ich werde alles zurückgeben. Ich brauche nur etwas Zeit. Stopp! Gib uns unsere Ware. Morgen habe ich alles beisammen. Morgen am Arsch! Jetzt! Wo sind die Waren? Ich besorge alles, ich schwöre es. Na los, denk nach, wo du unser Geld hast. Denk schneller, wir warten nicht lange. Leute, wartet doch noch ein wenig. Wir wollen aber nicht warten. Also, wo ist das Geld? Los, spuck aus! Los, spuck aus! Ist unser Geld. Hört mal, Leute, ich habe nichts. Das Geschäft hier ist gestorben. Ach... Ich weiß nicht, bei welchem Gespräch ich stehen bleiben soll, bei welchem nicht. Das ist ärgerlich. Alles ist gut. Was ist denn los? Ich habe meine Teddy verloren. Oh. Alles ist gut. Wir werden deinen Teddy schon finden, nicht weinen. Wo bist du denn heute gewesen? Ich wollte ihm den Schießstand zeigen. Dann bin ich angebrüllt worden und weggelaufen. Teddy beim Schießstand. Ist der Schießstand nicht hier? Die Regeln sind einfach. Mhm. Du gehst in Stellung und legst die Viecher alle um. Wenn du das schaffst, bevor das Signal ertönt, kannst du deinen Gewinn abholen. Ankauf, Tausch und Verkauf von Patronen. Ich würde gerne speichern jetzt. Die Ziele warten auf dich. Na gut. Patronen, Messer, Granaten, alles im Angebot hier. Wo denn hier? Ich wette, er trifft gar nichts. Wer wettet dagegen? Guter Schuss. Wie wäre es mit 2-2, wenn er alles trifft? Ich mach sogar bei 3-1 mit. Der trifft doch nicht einmal ein Stück Scheiße. In Ordnung. Deine Mutter treff ich. Das war's? Klasse, hier ist dein Preis. Sollen wir den Einsatz erhöhen? Patronen, nimm die Stellung ein. Sprengladungen, wir haben alles im Angebot. So. Jetzt bin ich gespannt. Das ist ja ein Ding. Er ist definitiv ein schlechter Schütze. Jeder hat mal Glück. Lass ihn erst noch einmal treffen. Boah, ihr Säcke. Er hat noch mal getroffen. Sind noch drei übrig. So, Freunde, wie ist's? Klasse, hier ist dein Preis. Dankeschön, danke. Sollen wir den Einsatz erhöhen? Okay. Immer hereinspaziert. Alles im Angebot. Oh oh. Ob das eine gute Idee war? Huch. Hallo? Och, nö, sag nicht, das ist abgebrochen. Hey Mann, du siehst mir nach einem echten Waffen. Die Ziele warten auf dich. Alter, die haben einfach abgebrochen, weil ich gucken wollte, was es von Licht war. Schweinerei. Hey du, warum versaust du mir meine Wette? Sieht ganz so aus, als müsstest du 3 Flaschen abdrücken. Auf gar keinen Fall. Den nächsten setzt er damit. Hey, was soll das denn? Schon wieder getroffen. Wow, jetzt wird es. Du musst gut zielen. Verdammt, ist heute einfach nicht mein Tag. So. Was los? Wenigstens etwas. Hier, ein Sonderpreis für dich. Normalerweise reichen die Ziele bis zum Abend. Naja, unser Grill wird jetzt eine Weile beschäftigt sein. Na gut, haben wir ein bisschen Kohle gemacht. Und wie es aussieht, haben wir auch einen Teddy gefunden. Und ich weiß schon, wie mir Teddy gehört. Das ging ja schnell jetzt. Hallo, Kleiner.
Mein Teddy! Mama, der Teddy ist wieder da! Wo warst du? Waren die Brote gut? Lass mich nicht nochmal allein. Ach, vielen, vielen Dank. Ich war schon richtig verzweifelt. Was sagt man da? Diese Person hat deinem Teddy nach Hause geholfen. Was sagst du da also? Danke. Danke, dich haben die Engel geschickt. Simon hatte den Teddy von der Oberfläche mitgebracht. Spielzeuge sind hier kaum zu kriegen, wie du weißt. Deswegen hängt es so daran. Das verstehe ich. Wie wäre es, wenn wir jetzt nach Hause gehen? Kann ich hier noch etwas spielen? In Ordnung, aber nicht lange. Gleich gehen wir nach Hause. Hier ist auch der beste Ort für Kinder, um zu spielen. Das sieht ja richtig wohnlich aus. Das leuchtet nicht für mich, ne? Huch, was machst du denn da, Mädchen? Was macht die da? Keine Ahnung. So, schauen wir uns mal ein bisschen weiter um. Hier sind wir unten am Schießstand. Wummen, braucht jemand Wummen. Wummenizer, Wummenizer. Na, freundlicher junger Mann mit dem... Echte Waffen für echte Kerle. Kauft eure Waffen hier. Nee, ich hab gute Waffen. Tschüss. Ich würde gerne... Ein anderes Mal. Heute haben wir geschlossen. Ich frag mich, was das für eine... Wenn du was mit dem Chef zu klären hast, dann komm heute Abend wieder. Was ist das für eine Gang mit den komischen Jacken eigentlich? Und was macht er da? Heute Sonderpreis. Kann man was sehen? Alter, kann man was sehen? Kann man was sehen? Was war das denn gerade? Ich guck da lieber nicht hin, sonst kriege ich Probleme mit YouTube. Huch. Möchtest du mit Papa reden? Er ist nicht da. Kommt erst am Abend wieder. Mama, lass mich rein. Mama. Doch, Mama hörte nicht. Wohnt aber schön hier. Hallo? Was? Hast du nichts Besseres zu tun? Nein. Bist du wegen der Ware hier? Ja. Komm morgen. Nein. Dann bringen die Jungs die Lieferung. Nein. Klopf mal lieber an deinen Kopf an. Hab ich gemacht. Macht keiner auf. Schade. Geht nicht weiter. Kann man da vielleicht nochmal anklopfen? Nein, schade. Okay, da geht's nicht weiter. Gronkh, jetzt gehen die zum Bordell. Ja, gleich. Ich will noch ein bisschen klopfen. Wer ist da? Killing, bist du das schon wieder? Ja. Schon wieder betrunken? Ja. Ich mach mich an. Sieh zu, wie du klarkommst. Ich erkenne dich ja nicht einmal. Geh schlafen. Sie ist nicht mal die Frau, die ich geheiratet habe. Ich habe dir gesagt, dass es aus ist zwischen uns. Was? Wage es bloß nicht, aber, zurückzukommen. Aber ich habe Blumen und Pralinen. So, ich werde jetzt nochmal ganz kurz die Türen zum Abklopfen abgehen. Da komme ich nicht durch. Einfach nur eine Hoffnung, dass ich überall Karma-Punkte noch kriege. Bitte, hilf mir, ja? Schon wieder? Ich wünschte, hier gäbe es mehr Besucher wie dich. Danke. Mist, das gab kein Karma mehr. Verdammt. Okay, da macht keiner mehr auf. Wer ist da? Wer? Na, ich bin's, deine Mutter. Hier kann man auch nicht mehr klopfen. Mann. Ich will Karma, Freunde. Eine wunderschöne reiche Handtasche von vor dem Krieg. Ach, was soll's. Komm, wir gehen ins Bordell. Ich habe ja nichts zu tun hier irgendwie, dann gehen wir mal ins Bordell endlich. Leute, ich habe hier einfach echt klasse
Diese Stationen sind aber super, um die zu entdecken und so ein bisschen rumzugucken und sich alles mal anzuschauen.